So, jetzt will ich noch eine Variante der Liste vorstellen. Und zwar die sogenannten Skip-Listen. Und zwar, wenn ich jetzt die Liste beispielsweise aufsteigend sortiert habe. Jetzt denken Sie sich mal hier oben den Teil noch weg. Ja, stellen Sie sich vor, Sie hätten nur einfach diese Liste hier unten. Also irgendwie eine Liste dargestellt, wieder mit einem numerischen Wert. Da kann jetzt wieder alles Mögliche dahinter stehen. Da sahen jetzt wieder Matrikelnummern beispielsweise von Studierenden. Das heißt, wir haben hinter jedem Knoten hier irgendwie Studierendendaten. Eine einfache Verzeigerung zum nächsten Element. Und wenn wir jetzt beispielsweise die Studentin mit der Matrikelnummer 9 suchen, ja, wir wissen ja nicht, ob die überhaupt in der Liste enthalten ist. Ja, dann müssen wir einmal irgendwie durchlaufen. Wenn die Liste sortiert ist, wissen wir, wenn wir bei 10 angekommen sind und wir haben die 9 nicht gefunden, ja, dann kommt das Element nicht vor. Ja, ansonsten würden wir hier landen. Und wenn wir beispielsweise das Element, und wenn die Liste beispielsweise unsortiert wäre, ja, und wir suchen beispielsweise das Element 5, ja, dann können wir uns nicht sicher sein hier bei der 7, dass sie nicht mehr kommt, ja, im unsortierten Fall, und müssen ganz bis zum Ende durchlaufen. Das heißt also beim Zugriff auf ein bestimmtes Element, das ist sicherlich eine häufige Operation, haben wir O von N Aufwand. So, und um das zu umgehen, hier eine etwas modifizierte Listenstruktur, sogenannte Skip-Listen. Und die Idee dabei ist, dass man sozusagen die Suchoperation ja, mit der Idee des binären Suchens verknüpft. Dass ich also nicht nur einen Zeiger, sondern mehrere Zeiger auf nachfolgende Elemente habe. Ja, das ist hier irgendwie schon angedeutet. Es gibt quasi mehrere Ebenen von Verzeigerung. Ja, hier sozusagen auf Ebene 0 gibt es immer einen Zeiger auf das nachfolgende Element. Und man bezeichnet das hier sozusagen als Ebenen oder Verzeigerungsebenen. Ja, auf Ebene 1 überspringt man über Elemente, geht man quasi zum übernächsten. Ja, eine Ebene höher springt man noch weiter. Gucken wir uns das mal ein bisschen an. Das habe ich gerade schon gesagt. Das ist jetzt hier sozusagen so ein bisschen ja, schon degeneriert, wenn man sich das Ideal als sozusagen als perfekte Liste vorstellt. Gucken wir uns erstmal an, sozusagen an diesem Beispiel, wie das aussieht, wenn ich jetzt suchen würde. Also wenn ich jetzt beispielsweise das Element 9 suche, wie würde ich vorgehen? Ich würde auf der obersten Ebene anfangen. Also sozusagen gucken, dass ich möglichst weit nach rechts komme. Wenn das Element, was ich da habe, wenn das kleiner ist als die 9, ja, dann gehe ich nochmal weiter. Wenn das Element kleiner ist als die 9, würde ich wieder weitergehen. Ich brauche am rechten Ende, muss ich irgendwie so eine Markierung haben, dass es jetzt wirklich zu Ende ist. So, in dem Fall ist es aber so, dass die 11 jetzt größer ist als die 9, dann gehe ich wieder zurück zu der Ebene hier und gucke, oder zu diesem Element, und gucke sozusagen auf der nächst niedrigeren Verzeigerungsebene nach, wie sieht es denn da aus, wo komme ich denn da hin? Da würde ich zur 10 kommen. Ist auch größer als die 9, also springe ich zurück und gehe wieder eine Ebene nach unten, gucke dann nach. Und zack, habe ich es gefunden. Ja, und wenn es jetzt hier nicht wäre, dann gäbe es das nicht. Gucken wir uns das mal irgendwie an. Ja, was mache ich da? Also ich habe im Prinzip so zwei Schleifen. Ja, die eine Schleife, das ist sozusagen, dass ich hier von oben nach unten in dieser Verzeigerungsebene schaue. Und dann gehe ich sozusagen, gucke ich auf der einen Seite nach, ja, solange ich sozusagen noch nicht am Ende angekommen bin. Das ist der Test hier. Und solange der Wert meines aktuellen Elementes, also hier beispielsweise jetzt hier die 8, wenn ich an dieser Stelle bin, ja, vielleicht sollte ich mal ganz kurz sagen, wie man das Ganze irgendwie speichert. Also ich habe jetzt beispielsweise ein Element. Für ein Element habe ich einmal sozusagen einen Wert
Und ich habe quasi ein Array von Zeigern. Ja, das steckt hier sozusagen in diesem Next. Ja, da habe ich jetzt, ich muss eine gewisse Höhe definieren, sage ich gleich noch was zu, wie groß das sein muss hier, wie viele Verzeigerungsebenen ich da habe. Ja, und sozusagen P Next und dann das I, das ist sozusagen die i-te Verzeigerungsebene. Und ich lasse die jetzt von, bei mir fangen die jetzt von 0 an, 1, 2. So, und ich laufe jetzt quasi von oben nach unten, so wie ich es eben beschrieben habe, gucke ich mir an, bin ich noch nicht am Ende angekommen und ist der Wert, den ich habe, ja, hier über dieses sozusagen, das ist ja wieder quasi ein ganzes Element, was ich hier habe. Ich zeige ja beispielsweise, wenn das mein P ist, das hier, dann wäre P next von 2, wäre das hier, das Element, und dessen Wert, den kriege ich hier raus. Und das, den gucke ich mir an. Ja, und wenn der kleiner ist als x, springe ich weiter. Das würde ich hier machen. Hier würde ich einfach sagen, ich springe weiter. Diese Suche nach der 9 habe ich eben schon hier skizziert. Also ich gehe erst hier lang, dann die Ebene darunter. Das passiert dann hier in dieser Schleife. 10 ist immer noch größer als die 9. Also gehe ich noch einen nach unten und dann bin ich hier unten. Ja, das heißt, dann komme ich auf der untersten Ebene an. Und dann gucke ich mir das Element sozusagen, was rechts davon ist, an. Und das muss dann das gefundene Element sein. Ja, sonst kommt das Element nicht vor. Und dann gucke ich mir dessen Wert an. Und wenn der gerade x ist, dann sage ich gefunden oder gebe es halt entsprechend aus oder die Information, die damit dranhängt, oder es ist sonst nicht enthalten. Ich habe hier mal zwei oder mehrere Varianten. Und zwar idealerweise. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir möchten gerne n Elemente speichern. Ja, also irgendwie Aufgabe, wir haben irgendwie n Elemente, die wir in der Liste unterbringen wollen. Dann sprechen wir von einer sogenannten perfekten Skip-Liste. Das habe ich hier gestern schon mal irgendwie aufgeschrieben. Wenn wir so eine, ja, quasi so eine binäre Struktur haben. Und zwar wie folgt. Ich habe jetzt hier an dieser Stelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Elemente. Wir gehen jetzt mal idealerweise davon aus, und das ist jetzt hier der Fall, n ist also irgendwie eine Zweierpotenz. Ja, n ist gleich 2 hoch k für irgendwie ein k aus n. Dann sagen wir, auf der untersten Ebene gehen wir immer genau ein weiter, wie ich das eben geschildert habe. Auf der Ebene 1 gehen wir gerade auf Ebene 0 zeigen wir 2 hoch 0, ich schreibe das mal so hin, ja, nach rechts. Das ist ja gerade ein Element nach rechts. Auf Ebene 1 2 hoch 1 nach rechts. Das heißt, wir gehen zwei Elemente weiter. Ja, also hier an dieser Stelle 1 lassen wir aus, gehen dann dahin. Auf der nächsten Ebene gehen wir vier Elemente weiter. 1, 2, 3, 4. Ja, und so weiter. Also auf Ebene i gehen wir 2 hoch i Elemente nach rechts. Ja, und das ist jetzt hier beispielsweise genau der Fall bei dieser Struktur, ja, bei dem mittleren Fall hier. Ja, und auf Ebene 3 entsprechend 2 hoch 3 gleich 8 Elemente weiter nach rechts. Ja, da springen wir direkt sozusagen vom Anfang auf das 8. Element. So, was wir hier haben, wir haben jedes Element hat halt entsprechend sozusagen seiner Verzeigerung einmal immer ein Feld für die eigentliche Information. In diesem Fall ist es einfach nur eine Zahl, hier beispielsweise. Und dann variabel viele Zeiger. Ja, in dem Fall hier der 15 haben wir 3 Zeiger, in dem Fall der 8 haben wir nur einen Zeiger. Und das wird auch wirklich beim Erzeugen so gemacht. Wie das passiert, sage ich Ihnen gleich. Wir haben am Anfang der Liste haben wir quasi einmal eine vollständige Verzeigerung, also sozusagen so viele Zeiger, wie es maximal gibt, habe ich auch am Anfang. Ja, in dem Fall
Entsprechend, ja, bei 8 Elementen haben wir wieder unseren Logarithmus, ja, bei maximale Zeiger wäre dann entsprechend log n. Also da haben wir sozusagen für den Einstieg haben wir entsprechend viele Zeiger. Man spricht auch von Höhe sozusagen dieses Elementes. Also Höhe heißt, wie viele Zeiger habe ich hier? Ja, das wäre hier Höhe 1. Höhe 1, der hätte Höhe 3. Weil ich halt da entsprechend 3 Zeiger habe. Genau, und am Ende haben wir quasi sozusagen als Markierung für das Ende dieser Liste, da gibt es ein Element, das habe ich jetzt hier mit, oder das ist hier mit unendlich gekennzeichnet, das ist einfach nur, um anzudeuten, das ist größer als jedes in der Liste vorkommende Element. Ja, damit weiß ich, wenn ich das gefunden habe, dann bin ich sozusagen bei meiner Verzeigerung am Ende der Liste angekommen. Also das ist im Prinzip so eine perfekte Skip-Liste. Suche habe ich Ihnen schon skizziert. Wie viele Zeiger brauche ich dann? Wenn ich eine einfache Liste, sagen wir einfach verkettete Liste, mit n Elementen habe ich wie viele Zeiger? Wenn wir jetzt diese ganze Struktur mit dieser mehrfachen Verzeigung weglassen, bei einer einfach verketteten Liste? N Zeiger, genau, dann habe ich n. So, wie sieht das hier aus? Bei sozusagen so einer perfekten Struktur. Da habe ich auf der untersten Ebene habe ich n. Was habe ich auf der nächsten Ebene? Auf der nächsten Ebene. Habe ich schon stehen hier, habe ich schon gehört. Auf der nächsten Ebene, also sozusagen auf n Viertel und so weiter. Ne? Also sozusagen wir halbieren das immer bis runter zu 1. Und das ist gerade und das ist kleiner als 2n, kann man irgendwie zeigen. Ja, also ich habe gerade mal doppelt so viele Zeiger wie sonst. Ja, und den wesentlichen Vorteil, den ich jetzt habe, das Suchen kann man jetzt um einiges schneller machen. Ich muss nicht mehr ganz linear sozusagen sequenziell durchlaufen. Genau, wir sprechen noch von der Listenhöhe. Ich hatte eben jetzt gesagt hier die Höhe eines Elementes. Ja, und die Listenhöhe das ist gerade die größte vorkommende Höhe eines Elementes. In diesem Fall ja, wäre das Höhe 4. Dieser Fall ist natürlich jetzt wirklich perfekte Skip-Listen oder sagen wir mal, perfekt ist die Welt ja häufig nicht. Um das sozusagen herzustellen, wenn ich jetzt hier beispielsweise, das nehmen wir mal, wir fügen jetzt hier die 10 ein, was müsste ich dann machen? Ich würde jetzt an dieser Stelle hier die 10 einfügen wollen. Ja, hier zwischen der 8 und der 15. Um sozusagen diese perfekte Struktur beizubehalten. Also Entnahme, Suchen und Entnahme haben wir logarithmischen Aufwand. Aber jetzt, wie sieht es mit dem Einfügen aus? Wenn ich die Struktur so beibehalten wollte, was müsste ich dann machen? Dann müsste ich alles irgendwie neu verzeigern. Ne, dann müsste ich, wenn ich jetzt hier irgendwie da ein neues Element reinhängen würde, an dieser Stelle hier, sagen wir, wir wollen ja die 10 einfügen, ja, dann müsste ich irgendwie ganz viele Zeiger neu umhängen.
zumindest wenn ich diese Struktur beibehalten wollte. Das macht man aber so nicht. Man baut jetzt im Prinzip so eine zufällige Zufallskomponente ein beim Einfügen. Also, das habe ich gerade nochmal hingeschrieben, was ich gerade schon gesagt habe. Perfekte Skip-Listen, aufwendige Reorganisation dieser Zeiger oder dieses Next-Feldes. So, was man stattdessen macht, ist das folgende. Dass man quasi zufällig steuert, wie die Elemente sozusagen oder diese Elemente mit unterschiedlichen Höhen da verwendet werden. Und zwar Elemente mit verschiedenen Höhen. Etwa in gleichem Verhältnis wie bei perfekten Skip-Listen verwenden. Das heißt, wenn ich jetzt sage, die Wahrscheinlichkeit, Probability, dass die Höhe eines Elementes, p ist immer mein Element, was ich habe, ja, mit p.height greife ich quasi auf die Höhe zu, ja, und dass ich sage, so, die Auftrittswahrscheinlichkeit, dass die Höhe gerade den Wert i hat, entspricht quasi der Häufigkeit, wie wir das bei diesen perfekten Skip-Listen haben. Das wäre also 1 durch 2 hoch i plus 1. Ja, dann haben wir in etwa die gleiche Situation, wie wir das, oder was so die Auftrittswahrscheinlichkeit angeht, wie das bei diesen Skip-Listen ist. Ich muss mir überlegen, wie groß meine Höhe maximal werden darf, also irgendwie so eine globale Listenhöhe. Die orientieren wir für perfekte Skip-Listen mit n Elementen. Das wäre dann irgendwie Logarithmus von n. Und das n muss natürlich so groß sein, dass wir auch alle Elemente, die wir speichern wollen, irgendwie da unterkriegen. Und was wir brauchen, wir müssen jetzt irgendwie eine Funktion Random-Höhe haben. Ja, und die liefert sozusagen, die muss irgendwie verwalten oder die muss im Prinzip berücksichtigen, diese Situation hier. Liefert uns sozusagen eine zufällige Höhe, sodass das hier overall entsprechend gilt.
Okay, ja, wie sieht das aus? Wie kann man das machen? Auch da gebe ich Ihnen kurz ein bisschen Pseudocode an. Ich fange an am Listenanfang, also jetzt irgendwie Einfügeoperation. Dann suche ich mir, das ist im Prinzip genau die gleiche Suche, wie wir sie eben auch schon hatten. Ich suche mir die Einfügestelle, solange ich irgendwie kleiner bin. Und dann muss ich mir im Prinzip anlegen, so ein Hilfsfeld für die Zeigeraktualisierung. Was liefert uns das? Da schreibe ich Ihnen nochmal auf. Die Zeiger müssen wir gleich aktualisieren und da merken wir uns in dem Feld Update die Zeiger quasi alle, die über dieses neu einzufügende Element hinweglaufen später. Also das merke ich mir hier. Ja, dann bin ich sozusagen, habe ich das Element, sozusagen die Einfügeposition gefunden. Ja, wenn ich sozusagen das Element, wenn ich x habe, und das habe ich gerade jetzt sozusagen an der Stelle, wo ich bin, das gibt es ja schon, dann ist das bereits enthalten. Ansonsten füge ich ein, so das kommt dann auf der nächsten Seite. So, hier bestimme ich quasi die zufällige Höhe. Wenn die zufällige Höhe oder wenn diese neue Höhe größer ist als die bisherige Höhe, ja, es kann ja sein, ich hatte ja gesagt, die Höhe einer Liste entspricht der Höhe, der maximalen Höhe eines Elementes. Ja, wenn diese neue Höhe größer ist als die größte bislang neue vorkommende Höhe, ja, dann muss ich sozusagen dieses Zeigerelement am Anfang muss ich anpassen. Das mache ich hier, beziehungsweise irgendwie hier. Dann lege ich quasi das neue Element an, sage hier, okay, das ist jetzt die Höhe, die wir hier ermittelt haben, das ist das neue Element. Ja, und dann hole ich mir sozusagen diese Zeiger aus diesem Feld Update, setze ich so, dass sie sozusagen genau, also hier setze ich sozusagen einmal das verzeigere ich von diesem neuen Element auf die entsprechenden Nachfolger. Ja, und hier setze ich sozusagen die Vorgänger von diesem Element, lasse ich jetzt hier auf dieses Element führen. Ja. Also ein bisschen aufwendiger. Aber wie groß ist der Aufwand? Was meinen Sie? Wenn wir hier noch mal ganz kurz drauf gucken. Das ist eine Suche, logarithmischer Aufwand. Dann kommt sozusagen das eigentliche Einfügen. Hier mache ich gegebenenfalls was mit der Höhe. Die kann auch maximal logarithmisch sein. Hatten wir uns eben überlegt. Ja, und hier auch eine Schleife, Abhängigkeit der Höhe, kann auch maximal logarithmisch sein. Ja, sozusagen dreimal logarithmischer Aufwand, die sozusagen nacheinander folgen. Hier auch nur in dem Fall, wo ich einmal komplett sozusagen Element auswähle, was dann die neue maximale Höhe hat. Also insgesamt auch logarithmischer Aufwand. Ja, löschen passiert irgendwie ganz ähnlich. Ja, auch da muss ich sozusagen die Stelle erstmal irgendwie suchen. Ich muss mir irgendwie die Zeiger merken, die ich dann umbiegen muss. Ja, und dann entferne ich im Prinzip hier das Element und baue hier sozusagen oder entferne das Element und baue entsprechend die Zeiger um. Das ist sicherlich jetzt ein bisschen schnell, da werde ich eine Übungsaufgabe zumachen, vermute ich, dass einfach mal irgendwie auf dem Blatt Papier diese Routinen einmal kurz durchgehen, da die Zeiger entsprechend umhängen. Das machen wir sozusagen einmal im Praktikum. Alle Operationen haben asymptotisch logarithmischen Aufwand, O von N. Ja, und sicherlich von der Verwaltung ein Stückchen weit aufwendiger als die einfache Liste.
jetzt auch so vom Handling, programmiertechnischen Handling. Ja, aber wenn ich irgendwie große Datenmengen habe, die in einer Liste verwalten möchte, ja, dann habe ich sozusagen die Entnahme und das Suchen logarithmisch gegenüber linear, das Einfügen auch logarithmisch gegenüber konstant. Ja, muss man halt abwägen.